Und herzlich willkommen bei Commander Jensor. Vlog Nummer, weiß ich nicht, scheißegal. Ich bin happy. Da. Ah, ich war gerade heute beim Zahnarzt. Und es hat wehgetan, aber es hat nicht so wehgetan, wie ich dachte. Wurzelkanalbehandlung. Nicht schön. Gar nicht schön für die älteren Semester unter uns oder die, die immer im Leben schlecht Zähne geputzt haben. Kommen jetzt langsam in den Genuss von Wurzelbehandlungen, Wurzelspitzenresektionen. Habe ich gerade eine Blase geschlagen beim Reden? Alter Falter, ey, ich bin so fertig. Gutes Wetter, gute Laune und Ich habe eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Ich habe viel, die Drehbank steht im Keller, die 215 Kilo war richtig affig, asig schwer, aber wir haben es geschafft. Vielen Dank nochmal an meine besten Kumpels, die jetzt wahrscheinlich nicht mehr meine besten Kumpels sind. Ich habe seitdem auch nichts mehr von denen gehört. Verstehe ich gar nicht. So, was gibt's Neues? Der Weg zum Chinesenzähner ist beschwerlich. In der letzten Zeit ist bei mir auch WOT wieder so eine echt digitale Sache. Schaltest du an, kriegst du nur auf die Fresse, habe ich gleich schon überhaupt gar keinen Bock mehr. Lieblingsmensch, entschuldige bitte, am Montag war ich so im Arsch. Ich war ja eigentlich mit dir zum Stream verabredet, aber das müssen wir bitte nachholen. Wenn du jetzt nicht auch zu meinen Ex-Bekanntschaften gehörst, dann ist das aber so. Ich hoffe natürlich nicht. Ich würde gerne streamen mit dir. So, was gibt's sonst noch? Es gibt irgendwie eine komische Aktion, wo man eine Schweden-Crew gewinnen kann mit Maßnahmen. Da habe ich aber ehrlich gesagt überhaupt noch keinen Plan von, weil das muss ich mir erstmal angucken. Und ich habe auch die Kids am Wochenende und es wird nicht viel Zeit sein. Und insofern, aber das wäre natürlich ganz cool. Eine coole Schweden-Mannschaft mit wieder 300% Crew. Das heißt, Schwesternschaft, stellerne Schwesternschaft und diesen ganzen Gedöns dran und noch zwei Skills, die man ausleveln kann. Sowas ist ja natürlich immer ganz geil. Und ja, mir fällt auch gerade ein, verdammt, ihr erinnert euch an die Geschichte, die ich euch mal erklärt habe mit dem Filmen und mit der Klappe, warum beim Set immer eine Klappe geschlagen wird von vornherein. Ich nehme ja jetzt Audio über mein Handy auf und getrennt davon Kamera und ich habe nicht geklatscht am Anfang. Insofern haben wir das jetzt nachgeholt, um die Audiospur zu synchronisieren. Klatsch, 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 bravo! Genau. Schon wieder ganz schön bescheuert und durchgeknallt und verrückt, aber so ist das nun mal. Ja, was gibt's sonst noch Neues in meinem Leben? Ich kann es ehrlich gesagt, ich kann nur jedem von euch sagen, wenn ihr euch ein neues Motorrad kauft, macht es niemals im Herbst, weil ey, ich gehe fast jeden dritten Tag in die Garage und gucke mir dieses geile Motorrad an. Und ich weiß, es ist, ich habe es euch immer noch nicht, es gibt immer noch kein Motorrad-Video, aber das ist auch jetzt scheiße in der Garage. Aber ich stehe mal davor und denke mir so, du würdest gerne, aber du kannst nicht. Ja, kannst nicht, weil irgendwie Motorradsaison vorbei ist. Jo, Freitag ist heute. Das ist natürlich schon mal, wäre sonst zum Motorradfahren der ideale Zeitpunkt. Aber Freitag ist natürlich schon mal sehr geil, weil man, also ich habe immer Freitag nicht so turbo viel anstrengende Sachen zu tun. Wobei, es gibt auch Freitage, wo das anders ist. Ich rattel schon wieder mit dem Tiefgaragenschlüssel. Aber heute ist es, glaube ich, ganz entspannt. Heute habe ich ganz gut vorgearbeitet gestern und da sollte heute nicht mehr allzu viel auf mich zukommen. Ah, nebenbei fängt gerade der Zahn an, weh zu tun beim vielen Gesabbel. Das ist natürlich auch nicht so geil. Nicht so geil. Ich werde, glaube ich, mal am Wochenende, trotz allem Stress, den ich habe, mal mir ein geiles Game vom 113er raussuchen. Ey. Ich würde so gerne den 10er Chinesen Heavy schon haben, weil irgendwie bin ich, das ist immer so mit Projekten, wo man, oder geht es euch auch so? Dass so Projekte, wo man, die man dann so anfängt und die nicht so richtig, ich bin ganz ehrlich, das 110er Projekt läuft auch nicht so richtig, weil ich
meistens nur Zeit am Wochenende zum Spielen habe. Und da sind wieder alle Verrückten unterwegs. Und dann habe ich immer spontan schon überhaupt keine Lust mehr. Und das ist irgendwie blöd, weil dann kommt man den scheiß Projekten auch nicht voran. Aber ja, muss ich vielleicht mal. Ich habe noch Boosts. Ich könnte noch Boosts verwenden, dass ich da mit dem, obwohl der 110er kein schlechter Tank ist. Also eigentlich macht der auch Spaß zu spielen. Also bloß ist es, wenn man was Neues, wenn man was Neues haben will, dann ist das immer doof. Jetzt steht hier einer vor. Ich kann hier. Ich will hier abbiegen und ihr steht mir alle im Weg. So, unsere Kopfsteinpflaster-Teststrecke wieder, aber sie ist ja gar keine Kopfsteinpflaster-Teststrecke mehr, weil das Audio mittlerweile behoben ist. Thema H auch noch. Neulich sagte einer irgendwie, nimm uns doch mal mit in die Tiefgarage. Das werde ich heute tun. Da habe ich ja keinen Schmerz mit, sofern wir denn reinkommen. Aber Tiefgarage wird wieder sozusagen schwierig sein, weil Tiefgarage wird dunkel und dunkel ist nicht gut. Aber vielleicht könnt ihr mich ja noch sehen. Ich meine, ich könnte ja auch mal das Licht im Auto anmachen. Hier bin ich, huhu. Ja, das ist die Tiefgarage. Ist eigentlich, jetzt steht hier der Hausmeister noch rum. Guten Morgen. Der spricht nur Polnisch. Das, ja. Ah. Ihr könnt es jetzt nur hinten sehen. Also ihr seht ja hinten, das sind so eine Parktaschen hier, ja? Also ich fahre jetzt nicht rein, weil es nicht unseres ist. Aber ihr seht, es verschwindet, man verschwindet im Nichts. Und Parktaschen sind ja doch, also mittlerweile kann ich mit umgehen, aber sie sind schon nicht ganz ohne, weil man fährt da so immer ins Verderben runter. Und manchmal, ich habe es noch nicht geschafft, aber manchmal knallt man auch irgendwo gegen. Und das mit dem Gegenknallen, das lassen wir jetzt mal weg. Hier funken schon wieder alle Abstandswarner mit Hektik. Es ist dunkel. Peace out.